und herzlich willkommen zu meinem nächsten Review. Diesmal von dem Protostar von Yo-Yo Factory. Also, das Yo-Yo ist von John Endo. Es ist sehr gut. War mir auch eigentlich schon klar, denn es ist von John Endo. Sieht man auch schon in seinen Videos, das Yo-Yo ist sehr gut, obwohl es ein Plastik-Yo-Yo ist. Und damit es einen längeren Spin hat, hat man hier Metallringe reingetan, damit man halt einen längeren Spin hat und es schwerer ist. Gut. Dann hat eine sehr eckige Form. Ich finde generell die Grind-Machine-Form, nochmal der Unterschied, finde ich nicht so toll, weil sie hier mehr runder ist. Also hier ist auch so ein kleine Ecke, aber das finde ich echt besser, weil man dann auch mehr so schnelle Tricks machen kann und so. Und bei der Grind-Machine, dann wird sie dann gleich schräg und dann hört sie auf zu drehen. Gut. Dann sage ich noch, es gehört meinem Freund. Er hat sich's bei yo-yo-factory.europe.com gekauft. Die müssten auch noch ein paar haben, da müsst ihr mal nachsehen, ob ihr noch was findet. Sonst guckt woanders, zum Beispiel im Yo-Shop oder Spielograph, was ihr auch immer findet, Latina del Yo-Yo. Da müsst ihr es dann aber halt für Dollar kaufen. Und da ist die Lieferzeit dann auch eben länger. Oder ihr habt vielleicht einen Laden in der Nähe und könnt euch das da dann holen. So. Ah ne, aufschrauben ist noch nicht. Größenvergleich. So, in der Breite. Da hat das Protostar 1 mm die Nase vorn. Und im Durchmesser, da ist es genau das gleiche. Also, da könnte man auch sagen, dass sie gleich groß sind, aber ich denke mal, da ist noch 1 mm Unterschied. Gut, jetzt schraube ich euch das auf. Dann könnt ihr auch, wie in meinem Grind Machine Video schon gesagt, es ist das gleiche, das hat ja hier auch so Pfeile, da könnt ihr auch beim Zudrehen Gewalt anwenden, damit die wieder gleich sind, um das dann einzustellen. Gut, hole ich euch die Access mal raus. Hier sind auch noch Spacers mit drin, auch wie bei der Grind Machine. So, die Access. Sehr, sehr lang, finde ich. Dann die Response Pads, die sind, glaube ich, sehr dünn und nicht so groß. Sonst die beiden Hälften. Center Track Bearing hat einen schönen Spin. Und hier die Spacers. Und auf der anderen Seite natürlich auch noch eins drin. Gut, mache ich die wieder rein. Jo, dann sage ich euch danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder bei einer weiteren Yo-Yo-Auswahl helfen. Und bis zum nächsten Mal.